Tag. Guten Tag. Wie gefällt Ihnen das Model Y? Der neueste geile Scheiß, würde ich sagen. Hallo liebe Leute, wir sind heute in Köln bei Tesla. Neben mir der Wolfgang, tesla-gutachter.de. Heute geht es darum, ein Model Y soll abgeholt werden. Der Alexander Köhl von, wie heißt die Firma? Green Cars Rent. Green Cars Rent, hört sich gut an, ne? Ja. Ja, der ist leider aus Bonn, genau. Der ist leider, oder für uns jetzt nicht leider, ne, weil dann können wir das Auto ja abholen, ist im Urlaub. Und der Wolfgang hat sich den Wagen angeguckt. Und jetzt schalten wir mal auf den Wolfgang rüber, was der Wolfgang gefunden hat. Erzähl uns mal, was los ist. Ja, erstmal zum Model Y, mal wieder wirklich gute Spaltmaße. Da habe ich aber leider auch eine Kleinigkeit gefunden, kommen wir gleich zu. Wir sehen jetzt hier das Long Range, der hat aber die 19 Zoll Bereifung, also keine aufpreispflichtigen Räder. Sieht ein bisschen sparsam aus, ne? in dem großen Radkasten. Ist ja, da drauf, ja, das Hancock-Reifen drauf, 255, 45 R19. Ne? Und ja, da sind die Aero-Caps, kann man abmachen. Ich will jetzt mal gerade gucken. Und dann haben wir hier silberne Doppelspeichtfelgen drauf. Hier könnte man ja auch wieder die Radnabenabdeckung und auch die Schraubenabdeckung drauf machen. Dann hat man halt silberne Felgen, vielleicht für den Winter oder sowas. Ja, sieht auch nicht schlecht aus dann, ne? An sich sieht es gut aus, ja. Ja, ja, mal kurz zurück auf deinen Job als Gutachter. Du hast ja heute wenig gefunden, aber du hast was gefunden, ne? Genau, ja, also... Klack, klack, wieder alles raus. Gut. Also war auch nicht zu erwarten. Wir hatten ja schon uns mal ein Model Y angeschaut letzte Woche, Freitag. Hier genau. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Was hier auffällt, ist, dass hier der Scheinwerfer etwas hoch steht. Ne? Das ist also jetzt, das muss gefixt werden. Das machen die auch. Das haben die gesagt, dass sie das machen. Also wird ein Servicetermin gemacht und dann wird das behoben, ne? Genau. Und ansonsten hatte ich eigentlich nur in der Mittelkonsole so ein paar kleine Klebereste. Aber die sind jetzt entfernt worden, ne? Genau. Und zwar befindet sich im Auslieferungszustand hier immer so eine Schutzfolie drüber. Und dann hat man meistens hier so Klebereste rechts und links. Rechts hatten sie weggemacht, links haben sie anscheinend vergessen. Und wenn die lange drin bleiben und es warm wird, dann können die sich genau einbrennen, ja, ne? Und beim Model 3 ist das also auch schon mal. Da muss man halt den Sitz mal runterstellen, dann sieht man das. Hier sieht man es auch so, ne? Weil er eine andere Bauhöhe hat. Ne, aber bei Model 3 sollte man schon mal den Sitz runterstellen. Ne? Da waren auch so Kleinigkeiten im Fußtastenbereich, die waren dreckig. Genau, ne? Hier sind so ein paar Fußabdrücke rechts und links, aber das haben war jetzt auch nichts, weggemacht, ne, aber nichts Wildes. Ne? Wir waren ja das letzte Mal auch so ein bisschen noch überrumpelt, weil wir ja auch nicht viel Zeit hatten und viele Leute im Hintergrund waren. Und da hatten wir natürlich jetzt nicht viele Sachen hervorgehoben, die bei dem Auto halt anders sind. Und da sind mir natürlich jetzt auch noch ein paar Sachen aufgefallen. Ganz klar, Model Y wird immer ausgeliefert mit abgedunkelten Heckscheiben. Das heißt also, sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt ja auch alle Farben drin gesehen. Ich finde sogar das Grau passt am besten, aber auch das Rot ist spitzenmäßig bei dem Auto. Und erzähl ruhig mal ein bisschen. Ja. Wir zeigen das Auto mal von allen Seiten. Ja, was ich noch zeigen wollte, ist ja, dass wir einmal... Wir konnten das ja da nicht so ausprobieren, aber hier können wir es jetzt mal wirklich live aufnehmen. Ach so, mit dem Runterklappen, genau. Genau, das ist also super praktisch. Also man drückt da drauf? Man zieht Knopf. Das und dann fällt das von alleine. Ne? Das ist also wirklich aber super praktisch. Aber nur eine praktisch. Seite, ne? Nein, beide. Ach, das sind ja zwei Knopf. Knöpfe. Und da können wir das genauso machen. Ne? Und der Mittelbereich, hat er ja gesagt, ist dafür da, wenn genau man zum Beispiel irgendwo in einem Baumarkt ist und man möchte irgendwie so ein Holzelement transportieren, dann kann man die anderen beiden Seiten hochmachen und kann das Mittelelement runterlassen. Ne? Genau, das zeige ich dir jetzt mal. Und zwar rastet das jetzt hier ein und dann kann man hier nochmal in so eine Liegeposition. Ne? Also das ist der normale Raster und das dann nochmal so eine Liegeposition. Ja. Und hier greift man dann rein und kann das hier auch runter machen. Ne? Das heißt also, Skiurlaub, die Skier hier rein mit den Skisäcken oder halt im Baumarkt halt Latten oder was auch immer, was man länger hat. Ne? Mhm. Das Einzige, was dann stört, ist hier das, aber das muss man immer einfach haben. Ne? Ja, bei Skiern und bei anderen Sachen wird es, glaube ich, nicht stören. Ne? Ja.
Was man auch noch besonders hervorheben muss, was sich also auch als unwahrscheinlich praktisch anbietet, da müssen wir einmal hier so runterleuchten. Wir haben hier eine unheimlich große Fußgarage. Stimmt. Also da kann man Füße haben, so groß wie man will, da passt alles. Und das ist natürlich auch sehr praktisch für den Sitzkomfort. Ne? Wenn man jetzt sich überlegt, man macht hier den Sitz schön nach hinten in die Liegeposition und steht dann, sitzt dann hier drin, das ist wirklich super komfortabel. Also auch hier noch Platz. Und hier Platz, wirklich, ne? Ja klar, ich kann das bewegen, ich kann hier sogar so machen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis jetzt bei noch keinem anderen Auto gesehen in der Größe, ne, der Form. Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass wir also hier viel stabilere Scharniere drin haben. Stimmt, also man hört auch die Tür ganz anders jetzt, weil die Tür schwerer ist. Ne? Richtig. Mach mal richtig klack, dann, oh, hat richtig dumpf, wie so eine Mercedes-Tür, ne? Ja. Hat Tesla was gemacht, also ne? Wirklich in nichts nach. Die Spiegel sind noch anders, ist mir aufgefallen. Genau, wir hatten ja eben auch direkt den Vergleich mal mit einem Model 3. Also wir haben ungefähr wirklich hier so eine gute Höhe, höher, ne? Die da höher ist. Ne? Ja. Und natürlich das wunderschöne Panoramadach, was ja von Ihnen auch richtig. Die Innenaufnahmen machen wir gleich, weil wir fahren ja gleich mal mit dem Auto. Und dann gucken wir mal, was uns beim Fahren noch auffällt. Ne? Also die ganzen Geschichten von außen konnten wir ja größtenteils schon in Holzwickede in Dortmund bei einem Pressetermin sehen, in einem anderen Video. Den Link kann ich euch auch mal unter das Video posten, dann könnt ihr euch das andere Video auch mal gucken, wenn ihr das nicht kennt. Ja, das ist das Model Y. Also mir gefällt es mittlerweile immer besser. Am Anfang hat es mir überhaupt nicht gefallen auf den Bildern. Aber mittlerweile sieht echt cool aus, das Auto. Vor allen Dingen, und wir sind noch nicht gefahren, Christian. Wir sind noch gar nicht gefahren, stimmt. Ja, das ist ja bei Tesla normal. Ne? Man kauft einen Tesla, ohne ihn zu fahren meistens. Ne? Ja. Das kenne ich mittlerweile echt viele. Ne? Ja, sicher. Das ist ja echt krass, dass die Leute ein Auto kaufen, ohne das ist schon mal gut, dass man da auf keinen Fall enttäuscht wird. Ne? Nee. Auch wenn die Spaltmaße nicht immer so toll waren. Mach mal die Ladeklappe auf, dann sehen wir sie mal im Hellen. Genau. Also mit diesen diese neue Kennzeichnung hier drauf. CMK, ne? Genau. Ja. Jo, also ich würde mal sagen, wir fahren gleich mal eine Runde, ne? Genau. Stellen mein Auto erstmal gleich woanders ab und dann fahren wir zurück nach Bonn. Ja, alles klar. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wie gefällt Ihnen das Model Y? Der neueste geile Scheiß, würde ich sagen. So, wir sitzen jetzt im Model Y. Wie man hier oben schon sehen kann, hat er den Autopiloten noch nicht kalibriert. Das heißt, das ist gerade mal so drei Viertel durch und 9,7 Kilometer. Also schätzungsweise bei 15 Kilometer hat er den Autopiloten trainiert, dass er dann einsatzbereit ist. Man sitzt ja auch sehr schön hoch jetzt hier. Ne? Das ist so ein sehr erhabenes Gefühl beim Model 3, wo ich ja eben vom einer Stunde noch drin gesessen habe, guckt man eher so ein bisschen so runter und hier hat man eine ganz andere Sitzposition. Ja, schon geil. Ich habe es eben gemerkt, wo ich hinter dir gefahren bin. Also es ist auch sehr imposant, wenn so ein Model Y vor einem fährt. Einzige, was ich zu kritisieren habe, das fand ich auch schon beim Model 3 nicht so gut, wenn man das Auto nicht kennt, weiß man gar nicht, was für ein Auto ist. Bei dem Model S steht ja ein Model S drauf und das hätten sie meiner Meinung nach beim Model Y auch hinten drauf schreiben müssen. Model Y, dann sieht das auch besser aus. Was hast du dazu? Ja, Typenkennung oder not a Model Y halt. Naja, das ist dieser Gag von Elon, ne? Ja, jetzt mal gucken wir mal, wie weit er ist. Was haben wir noch? Drei Viertel ist er noch am Lernen hier. 11,3 Kilometer bisher gefahren. Haben jetzt mal gar nicht drauf geachtet. Ja, das ist jetzt seit dem letzten Laden. Ne? Wenn die Gesamtkilometerleistung ist ja schon etwas höher. Der war also bei 13 Kilometer. Okay. So kam der halt hier an. Das heißt, das Fahrzeug wird ja öfters gehandelt. Das heißt, von Shanghai zum Hafen und über die Autotransporter und dann auch in das Schiff rein. Dann hat er also schon ein paar Kilometer drauf. Ne? Das wird also alles mitgezählt. Ja. Wir haben ja jetzt hier auch den HEPA-Filter drin. Ne? Das hat das Model 3 ja leider nicht.
Aber hier das Model Y hat jetzt wieder einen HEPA-Filter, genau wie das Model S und das Model X halt auch. Ne? Kann man denn hier den Gesamtkilometerzähler auch anzeigen lassen, ohne Probleme? Den kann man hier über Software kriegen. Lass den mal drin, dann können wir mal gucken. 24 Kilometer, genau. Also das ist die richtige Anzeige, weil der Autopilot ist nämlich fast trainiert dann. Mhm. Also kann man fast sagen, 25 Kilometer. Ja, er fängt aber erst an zu trainieren, wenn der Auslieferungsstatus gegeben wird. Ne? Wenn man rausfährt aus der Halle, wo man das Fahrzeug übergeben bekommen hat, wird der als Auslieferungsstatus gegeben. Und erst dann fängt er an, den Autopiloten zu trainieren. Ja. Aber wenn man hier sieht, ist er fast fertig. Genau. Dann haben wir die vollen Funktionen vom Autopiloten. Hier sieht man also auch schon mal, da wo wir jetzt hinkommen mit, dem Verbrauch. Das ist natürlich, der geht jetzt noch weiter runter. Und wir haben hier auch muckelig 23 Grad. Ja, wegen mir, weil ich immer sehr schnell friere. Bei mir immer sehr schnell kalt ist. Ne? Und dann machen wir das mal auf Automatik. Mal in den Stau rein. Da müssen wir bald Angst haben, dass wir stehen bleiben im E-Auto, ne? Oh ja, wir haben nur 34%, ne? Ja, das reicht definitiv. Ja, jeder, der mal übernachtet. Der Autopilot ist jetzt durch? Ja. Genau, wir haben jetzt mal zeigt aber noch Lenkassistent nicht aktiviert. Prüfen Sie die Autopilot-Einstellung. Ja, genau. Wir müssen natürlich jetzt hier über fahren. Mal gucken, ob wir das während der Fahrt machen dürfen können. Ist ja gut, dass der Stau jetzt gerade ist. Oh, es gibt einen Offroad-Assistent. Schau mal. Was bedeutet das? Offroad passt die Traktionskontrolle für eine optimale Offroad-Leistung an. Manche Autopilot-Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel Notbremsautomatik und Spurhaltekorrektur, sind bei aktiven Offroad-Assistenten nicht verfügbar. So. Das kann man dann alles einstellen. Beschleunigung, Standard, Lenkmodus, Komfort, das ist alles gut, ne? Ja, dann haben wir den Autopilot. Ach, dann da ist so das hier. Die können wir jetzt leider nicht rein. Vorschau für autonomes Fahren. Da sagen wir mal ja. Und das geht nur in der Parkposition. Wow, gleich im Stau hier werden wir wahrscheinlich mal kurz anhalten. Dann kann man auf Park stellen, dann kann man den anmachen. Ne? Mhm. Wolfgang hat die Zeit genutzt, hat den Lenkassistenten angemacht. Sieht man auch schön hier. So, wir können jetzt hier also frei nicht fahren. Ne? Bitte Hände am Lenkrad halten. Ja, das machen wir natürlich. Ne? Na klar. Aber wie gesagt, es wird hier nichts genutzt. Keine Bremse, nichts. Ja. Also der fährt das komplett autonom. Richtig. Also wie gesagt, man muss hier nur so ein bisschen Drehmoment drauf geben, ja, hier die Hand hier hinhalten. Das ist im Stau, das ist natürlich sehr angenehm. Ne? Man hat ja schon mal so, dass man sich so ein bisschen verkrampft, wie der Gasfuß, gerade im Stau. Und den kann man jetzt hier so schön zur Seite stellen und kann dann also hier so ganz locker das Lenkrad festhalten. Wie gesagt, man merkt, hier ist so ein Widerstand, aber man muss halt schon ein bisschen den Moment drauf geben, sonst. Also er ist nicht berührungssensitiv irgendwie. Also es ist halt so, dass er hauptsächlich aus den Navigationsdaten wohl die Schilderkennung nimmt, aber teilweise übernimmt er dann auch die Schilder von da. Und wenn man jetzt hier so fährt und dann kommt ein Verkehrsschild, müsste das normalerweise jetzt hier angezeigt werden. Jetzt hier so lang laufen, da tut es das auch. Ja? Ah. So. Dann hat er das auch registriert. Ne? Auch interessant, dass er die verschiedenen Fahrzeuggrößen erkennt. Ne? Ja, genau. Ich habe mir schon mal überlegt, das ist ja so eine kleine Verkehrszählung, die da auch stattfindet. Weil er kann ja wirklich jetzt sehen, aha, das ist ein SUV und das ist ein Transporter und das ist ein LKW. Also ja, wird schon unterschieden. Ja. Also für mich ist das jetzt absolut Neuland. Ich bin noch nie in einem Model 3 bzw. Model Y gefahren. Ich kenne das Display nur im Ruhezustand. Also mal ganz vielleicht interessant zu sehen für die Leute hier links oben
sieht man halt die Einstellung Davy Drive und halt, ob er eine Parkeinstellung hat und sowas. Wir sehen, jetzt kommt einer rüber. Das hat er auch direkt gecheckt. Also das Also machst gar nichts jetzt? Nein, das funktioniert schon wirklich super mittlerweile. Gerade dieser... Das ist ja letztendlich noch nicht dieses Full-Self-Driving. Ne? Das ist ja ein ganz normaler Autopilot-Modine. Praktisch jeder Tesla seelenmäßig drin. Eins, was du machst, du berührst ab und zu mal das Lenkrad. Genau. Damit der weiß, dass du auch da bist. Ne? Wir können das ja auch mal jetzt demonstrieren, nach wie viel Sekunden nicht berühren des Lenkrads. Ich bin natürlich bereit, logischerweise. Dann anfängt hier zu meckern. Das wird also hier demnächst jetzt erstmal blau werden. Lenkrad leicht drehen steht da gerade. Ja, genau. Dreh mal kurz, dann gucken wir mal. So, denn das wird das blau und das als nächstes fängt er dann an zu piepsen. Das hat man jetzt. Wird schneller blau. Aha. Jetzt. Was bist du dran? Jetzt, genau, jetzt lass mal los. So, bei 10:43 jetzt in der Kamera. Ja. Und dann können wir die Sekunden zählen. Ich glaube, es sind so ungefähr 30 Sekunden. Sagen wir 10 Sekunden. Okay. Das hat er schon gemeckert. Ja, also 15 Sekunden. Ja. Okay. Ja, und wie gesagt, es reicht nicht nur dran zu fassen. Es hat keine Sensorik drin. Es gibt halt Fahrzeugmodelle, die haben so eine Sensorik. Sondern man muss hier also wirklich so ein leichtes Drehmoment auf. Mhm. Man merkt ja auch, dass er selber eingegriffen hat, ne? Mhm. Und ich kann natürlich darüber hinausgehen. Ne? Das ist also überhaupt kein Problem, da rauszukommen. Ein bisschen mehr Aufwand und dann ist man wieder drauf. Und mit einmal hier zweimal runterdrücken ist er dann wieder da. Die Linien werden blau. Und er bestraft auch einen, wenn du nicht ans Lenkrad gefasst hast, wenn er rot gemacht hat. Das kann man, glaube ich, zweimal machen und dann irgendwie... Dreimal. Also, da hat er jetzt schon einmal registriert während der Fahrzeit. Also wenn er dreimal anfängt zu piepsen, dann wird er dich rausnehmen. Also das heißt, das wird nicht auf Null gesetzt, wenn du wieder dran gegangen bist, sondern der merkt sich das pro Fahrt dreimal und dann das Ende. Du musst die Fahrt komplett unterbrechen. Das heißt, du musst wirklich aus dem Auto aussteigen, das abschließen, wieder aufschließen und wieder reinsetzen und die neue Fahrt beginnen. So, die Seite fädeln von außen ein. Und ja, man hat also gemerkt, der lässt die Leute auch rein und so. Das war jetzt auch nicht irgendwo problematisch. Das läuft wirklich alleine. Ist ja bequem. Eins, was man machen muss, um die Kilometer, die maximale Geschwindigkeit einstellen, ist 100, ne? Genau. Oder passt er sich den Kennzeichen, den Geschwindigkeitszonen jetzt hier an? Ja, also er nimmt das erstmal als maximal, aber ich kann das natürlich versuchen, jetzt auch hochzuschalten. Es wird natürlich hier nichts bringen, weil wir natürlich im Stau sind. Mhm. Ja, das können wir jetzt hier also nochmal regeln mit den Reglern auch. Lenkrad leicht drehen steht da? Ja. Ach, das merkt man ja auch, wenn umblau wird, ne? Dann genau. Also das Anzählen kommt erst, wenn oben rot ist, ne? Also das heißt, wenn er dreimal rot oben gemacht hat und... Ja, hat das ja eben gesehen, er fängt dann nochmal blauer, also nochmal schneller in der Frequenz an zu blinken. Und dann erst wird der... also wenn man es nicht... Also da muss man schon richtig die Sache richtig krass ignorieren. Ja. Um da angezählt zu werden. Ne? Ja. Ich habe das auch mal ausprobiert, ohne jetzt den Verkehr zu gefährden, dass man es darauf ankommen lässt. Sprich, was wäre, wenn tatsächlich jemand ohnmächtig wird oder so. Jedes andere Auto würde ja in die Karpaten fahren oder sowas. Da fängt er also wirklich an, wenn es die Möglichkeit gibt, fährt er auf den Standstreifen, macht die Warnblinkanlage an und bleibt stehen. Das macht er komplett autonom dann. Der wird dann wahrscheinlich auch irgendwo anrufen, ne? Und dann irgendwie den Notruf auslösen. Das ist ne? da zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausprobiert habe, auf jeden Fall nicht passiert. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Erst wenn Airbag oder Sicherheitsdinge auslösen, dann wird das. Also wenn man ohnmächtig wird, glaube ich das nicht. Man müsste dann schon wirklich auf den SOS-Button. So, jetzt sind wir in einer schwierigen Situation hier. Wir sind hier eigentlich in einer Baustelle. Oh, das war schon. Genau, da waren die Streifen weg und dann wollte er links rüberziehen. Das war jetzt also Eingriff erforderlich. Definitiv. Ja, schön das auch zu sehen. Man soll ja nichts schön malen, aber ich sage immer ganz klar, in den Baustellen auf jeden Fall Hände am Lenkrad lassen. Weil man sieht das man ja sieht hier. An den Markierungen, dass die nicht sauber sind. Hier sind noch die alten Markierungen und dadurch kann er natürlich verunsichert werden. Ne? Mhm. Ja. Aber er zeigt natürlich Pylonen und all sowas an. Das ist schon wieder weg.
So, jetzt zeigt er hier 120, das hat er auch erkannt. Aber er übernimmt es. Zeigt trotzdem die 100, ne? Genau. Hier kommt nochmal 120. Und trotzdem, jetzt hat er es erkannt. Aber er bleibt hier bei 100. Vielleicht braucht er ein paar Sekunden, bis er hochschaut. Okay, ich kann ja nicht schneller fahren, weil wir vorausschauen, sitzen, Auto haben. Kann ja nicht da reinbrettern. Jo, was haben wir sonst noch hier? Ja, wir sehen jetzt hier natürlich, klar, Staufahrt, aber Stop and Go. Haben jetzt keine durchschnittliche hohe Geschwindigkeit. 23,2 Kilometer gefahren. Haben hier einen Durchschnittsverbrauch von knapp 170 Wattstunden. Sprich 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer wären das dann. Ne? Das ist also für den Fahrzeug, für das Fahrzeugtyp wirklich gut. Ne? Jetzt war mach also nichts. Ne? Also das bremst alles alleine. Das ist Wahnsinn. Ich fahre natürlich jetzt auch schon sehr oft lange mit Autopilot und weiß, dass er das tut. Das war für mich jetzt gerade eine erschreckende Situation, wo der von der Seite kam und dass der Wagen richtig automatisch alleine in die Eisen gegangen quasi. Ne? Ja. Hier oben sieht man noch diesen Pfeil. Das bedeutet, dass der eine neue Softwareversion da hat, wo vielleicht noch Verbesserungen sind für den Autopilot oder für andere Geschichten. Hier oben zeigt er über LTE an, wie die Qualität ist von dem Handynetz. 2 von 5. Dieser rote Punkt bei der Kamera, bedeutet, dass die Kameras jetzt aufzeichnen oder was bedeutet das? Dass sie aktiv sind. Dass sie aktiv sind. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir kurz hupen, würde der praktisch jetzt ein Video aufnehmen von den letzten 4 Minuten, glaube ich, rückwärts. Und ja. Also das Hupen ist quasi so ein Marker. Genau, damit hast du das. Oder du müsstest halt draufdrücken. Ne? Achso, und wenn du draufdrückst, dann ist quasi dann das gleiche Hupen. Auch aufgespeichert, ne? Genau. Das sagt er jetzt dann nochmal speichern. Ich speichern Video. Ja. Aber ich glaube, das ist eher, dass man schneller mal gehupt hat, wenn es irgendeine brenzliche Situation gibt. Definitiv. Dann, wie gesagt, wird gespeichert. Mitgefilmt wird die ganze Zeit. Mitgefilmt wird die ganze Zeit übrigens. Vielleicht kannst du mal hier das Panoramadach, das macht es also wirklich, man sieht hier schön die Sonne durch, aber man merkt überhaupt keine Hitze, die... also ziemlich genial gelöst mit dem automatisch gebremst. Ja. Wir wollen uns nochmal bedanken bei dem Alexander von Green Cars. Wer ist das? Green? Greencars.rent. Greencars.rent, genau. Ja, Alexander Köhl. Mit dem seinem neuen Model Y fahren wir gerade. Und ja, viele kennen ihn noch vom Bubi-Rent von früher. Genau, und das ist natürlich der Initiator auch von dem E-Mobile-Freunde-E-Mob-Treffen in Bornheim. Da kennen ja auch viele her. Der hat das damals ins Leben gerufen. Da war ich mit ihm auch einer der ersten, wo wir uns dabei Miss Pepper getroffen haben. Und da ist also dann ein Treffen bei Miss Pepper. Das ist ja dieses amerikanische Restaurant. Und zwar immer... Mit der Freierstatue oben drauf, ne? Genau, am ersten Sonntag im ungeraden Monaten. Ja, also erster Sonntag im ungeraden Monaten. Das heißt also jetzt der erste Sonntag im November wieder. Das ist... Es geht dann immer früh los, ne? Früh für meine Verhältnisse. 11 Uhr, ja. Mitten in der Nacht, also unglaublich. Ja gut, man trifft sich auf dem Parkplatz, je nach Wetterlage, quatscht ein bisschen, tauscht sich aus und dann geht es auch schon irgendwo zu reservierten Tischen und dann wird halt auch gegessen da und danach ist Ende offen halt. Ne? Ja, der Durchschnittsverbrauch ist runtergegangen auf 163. Ja. Also wenn man unter 100 fährt, dann... Genau, wird's immer sparsam, ne? Ja gut, das ist natürlich jetzt auch Stausituation und er rekuperiert ja natürlich auch immer wieder. Das kann man hier oben an diesem Balken, der ist sehr dünn geworden mittlerweile. Da sieht man jetzt halt, dass er Richtung aus dem Akku rausnimmt. Ich versuche mal ein bisschen ranzusuchen. Und wenn wir jetzt, ja, jetzt kommt wieder gleich Stau. Ah, jetzt kommt grün, ja. Geht also richtig in die Rekuperation. Ne? Du machst wirklich gar nichts. Das nee. Kannst du mir glauben.
Hände bitte am Lenkrad behalten. Ja, sorry. Da müsste jetzt so eine Stimme kommen. Ne? Ja. Du musst jetzt das Lenkrad berühren. Ja, aber macht Spaß, auch als Beifahrer mitzufahren, muss ich echt sagen. Aber im Prinzip viel mehr machst du ja auch nicht, ne? Nee, genau. Also jetzt geht's auch schon mal los, ne? Genau, ich habe nichts gemacht. Ich halte jetzt nur ein bisschen das Lenkrad hier so, damit ich dem Gesetzgeber das alles halt. Nochmal hier zum Interieur. Wir haben es ja jetzt wirklich genau so wie in dem letzten Model 3. Bei meinem Model 3 gab es diese Leisten hier noch nicht. Ne? Und ja, sieht echt edel aus. Ne? Und ist natürlich eine Geschmackssache mit dem Holz und so. Ne? Ich habe da ja so eine schwarze Platte drüber gemacht. Da gibt es ja jede Menge zu kaufen im Internet. Dadurch, dass das Fahrzeug ja in ich filme jetzt mal in den hinteren Bereich rein. China und so überall schon gibt, dann hat man natürlich schon jede Menge Zubehör. Ist cool, ja. Aber die Tönung ist auch nicht so krass wie bei meinen Scheiben. Ich habe 95%. Das ist schon echt heftig. Und das ist, wenn man nicht jetzt als Dreamcase-Inhaber darin schlafen will, braucht man auch keine 95%. Also ich finde es ganz okay und angenehm. Ja. Ja, und der LKW hat jetzt auch erkannt da. Genau. Und er sieht also sie ja schon richtig die Kreise und man sieht halt, der hat jetzt schon über den Abstand. Der sieht also auch wirklich, dass der LKW mal kurz zur Linie gefahren ist und so. Das ist schon sehr, sehr genau alles. Ne? Also wir sind jetzt wieder dabei. Ja, der Wolfgang ist immer im Einsatz, kam gerade ein Kunde als Gutachter. Genau, ja. Wolfgang ist ja nicht nur der Tesla-Gutachter.de, sondern er macht auch andere Unfallschäden. Auch jetzt für Motorräder, Landmaschinen hast du ja gesagt und richtig, so weiter. Ne? Ja, also hauptsächlich ist es natürlich klar, naturbedingt sind es normale Kraftfahrzeuge, die Schäden haben. Wir hatten jetzt gerade einen Kunden, der da ist sogar Fahrerflucht gewesen und dann nimmt die Polizei natürlich die Daten auf und das, was halt Zeugen gesagt haben. Er hat zum Glück einen Zeugen, der ein Foto gemacht hat vom Kennzeichen des Gegners. Ja, fahrerflüchtig und dann muss natürlich von der Polizei ermittelt werden. Ne? Und die Ermittlungsakte, die tun wir dann also auch beim Gutachten dabei und schicken das alles zur Versicherung, damit der Geschädigte so wenig Aufwand wie möglich hat. Und in 2 Kilometern an der Ausfahrt 43 rechts abfahren auf die A562 Richtung Bonn-Ost. Ja, Frauen soll man nicht unterbrechen, deswegen habe ich das noch nicht getan. Es ist also so, das wissen halt viele nicht, man hat, wenn man geschädigt wird, hat man immer die freie Gutachterwahl. Das heißt, man muss sich nicht über den Gutachter von der Versicherung abwarten, bis da jemand kommt oder man muss sich auch nicht von der Versicherung, von der gegnerischen zu irgendeiner Werkstatt oder Partnerwerkstatt oder was auch immer hinschicken lassen, sondern man darf wirklich seine nach eigenem Ermessen sich seinen Gutachter oder seinen Rechtsanwalt oder was man halt auch immer möchte zur Schadenabwicklung wirklich aussuchen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ihr mich nehmt, wenn ihr hier im Großraum Köln-Bonn Rheinisch-Bergischer Kreis seid, dann kann ich euch bestimmt helfen. Und ich habe schon, wie gesagt, über 40 Jahre. Wir blenden wieder die Daten unten ein, ja, für die Leute, ne? Dann, wo alles drin ist, brauchst du nicht alles erzählen. Über 40 Jahre Berufserfahrung. Wir müssen hier runter, ne? Ja, und bin seit über 10 Jahren jetzt selbstständiger an der Ausfahrt Gutachter. 43 rechts abfahren. Ja, seit über 11 Jahren selbstständiger Gutachter und arbeite also nicht für Versicherungen, sondern wirklich nur für Kunden. Also ich bin versicherungsunabhängig und kann dadurch natürlich die beste Leistung bringen, weil ich halt genau weiß, was zur Abrechnung oder zur gerechten Schadenabwicklung erforderlich ist. Ja, den Kurvenlage ist echt gut von dem Auto, ne? Ja, also der Wolfgang fährt einen heißen Reifen hier. Ja, du darfst jetzt gerade nicht auf den Tacho fahren. Nee, das ist immer pro Person, ne, die Anzeige. Ja, ne? Ja, also jetzt ja. die 60 mal 2, also genau. 120 darfst du fahren. Ne? Genau. Ja. Gibt manche Videos, habe ich gesehen, dann wird das weggeblurrt, ja, weil die Leute dann zu schnell fahren. Und dann Schild da irgendwie 80 und dann fahren die 120 und so. Und das ist schön weggeblendet. Ja, ich mache so diese 10%-Regelung halt. Ne?
Und da fährt man eigentlich ganz gut mit. Also 10% auf diese Verdopplung oder wie? Nein. Aber hier sind auch wieder keine guten Linien. Nee, aber jetzt muss man, glaube ich, aufpassen. Aber ne? Ja, wo das, ja, das ist genau der Punkt. Ne? Da meckert er direkt übernehmen. Ah, war ja richtig auffällig, ne? Also genau, ich komme hier nicht klar. Ja, wir sind schon jetzt fast da. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit in Tesla vergeht, ne? Ja. Könnt ihr mal gucken, wie schön er die Kurve nimmt hier? Ach so, jetzt. Also oder alles. Ob er aussteigt. Ist natürlich vorsichtig, langsam und ist ausgestiegen. Ja. Okay. Also wie gesagt. Also muss man aufpassen beim autonomen Fahren. Autonom ist das nicht hundertprozentig und vor allen Dingen auch in so Kurvenbereichen, Baustellen, da muss man schon selber eigentlich noch fahren, ne? Meiner Meinung. Ja, also für Urlaubsfahrten, Langstreckenfahrten auf der Autobahn und so taugt das wirklich gut. Ne? Also der Stand jetzt, ne? Das muss man immer bedenken, dass die Entwicklung ja weitergeht und dass das Auto eigentlich auch komplett vorgerüstet ist fürs autonome Fahren. Das heißt, hier wird nur noch softwaremäßig dann was drin gemacht, wenn es wirklich autonom fahren soll. Also Verbrauch ist wirklich gut. 152 Wattstunden. Genau. Also wir hatten eben, wie viel bei Abholung? 37%. Das haben wir 29. Ja. Und wir haben jetzt Heizung, alles an. Aber ich finde, das Display ist echt super von der Qualität. Es ist klar lesbar. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich auch an das ganze Display, also es ist natürlich voll gepackt mit Informationen. Ne? Und genau, also wir haben ja hier oben eigentlich das Wesentliche, was wir jetzt haben, die Ganganzeige, die Kilometer, die wir brauchen und direkt das daneben. Das ist von der Aufteilung halt schon eher ziemlich gut. Auch die Reichweite bzw. es steht jetzt auf Prozent. Man kann es natürlich auch in Kilometer Reichweite anzeigen. Ich finde, wär schön, wenn das Prozent und Kilometer stehen würde. Wenn man beides hätte. Ne? Das wäre noch eine Verbesserungswürdigkeit und alles, was man dann einstellen will, kann man dann hier unten tun. Und es gab ja mal so Sender, die gesagt haben, naja, aber wenn man den Scheibenwischer einschalten will, also wenn ich den Scheibenwischer einschalten will, dann mache ich einfach so, dass ich hier drauf drücke und dann geht hier Scheibenwischer an. Aha. Ja, also dann habe ich auch direkt das Menüfeld, was ich halt brauche. Und das heißt, ich kann zu jeder Zeit schnell den Scheibenwischer einschalten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Hast du schon Videos gesehen vom Plate? Ja. Der hat ja dieses witzige Lenkrad drin, was oben quasi gar nicht mehr, wo genau. Man gar nicht mehr reinpacken kann. Richtig. Und hast du auch gesehen, dass der gar keinen Schaltstock mehr hat? Also hat gar keine Bedienelemente für den Blinker und genau. Für solche Sachen, ne? Sicherlich. Also da ist es wohl so, dass das Fahrzeug teilweise selber erkennen soll, ob es jetzt nach vorne oder nach hinten geht. Ne? Also sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwo eingeparkt stehe, dann wird er das halt selber rausfinden, wo er jetzt am besten hinfährt, um raus auszuparken. Und ansonsten hat man wirklich noch die Möglichkeit, dann hier wahrscheinlich über das Display das Du kannst hier im Mittelbereich, da sind Knöpfe, okay. Und die werden dann beleuchtet irgendwie, wie es genau geht, habe ich ja auch nicht genau gesehen. Aber da kannst du zum Beispiel diese ganzen P für Parken und D für Drive, die kann man dann per Knopf, kann man dann per Druckpunkt, wie heißt das, dass man die antippen kann und dann schaltet er in den entsprechenden Modus. Oder? Der Blinker soll dann praktisch hier auf der linken Seite sein, praktisch hier neben den Scrollrädern. Da war aber noch das Problem, dass das Lenkrad hier auch belegt war und je nachdem, wie man das, wenn man das Lenkrad berührt, dass man da oft gegenkommt. Also das waren so Kritikpunkte. Ne? Ja. Aber wie gesagt, vieles ist neu und dann müssen sich manche Leute erstmal umgewöhnen und wenn sie es hinter mehrere Wochen gemacht haben, dann ist es einfach geil. Ne? Also Elon hat ja auch viele Sachen neu gemacht, wo viele Leute gesagt haben, nee, das ist erstmal nichts, aber im Nachhinein war es trotzdem gut. Ne? Ja, also geräuschmäßig, erfahrungsgemäß aus meinem Model 3, das ist aus dem Baujahr 11/2020. Das heißt, das ist schon das neuere Refresh, sagt man, ne, mit den doppelten Scheiben, die wir ja hier auch drin haben. Hier sind aber auch nochmal andere Türdichtungsgummis, die sehen anders aus wie beim Model 3. Kommt der Wagen dir leiser vor als das Model 3? Also was ich du jetzt sagen, hast? Genauso. Ne? Also es ist jetzt nicht lauter, nicht leiser, obwohl es ja eine ganz andere Front ist und damit natürlich auch andere Angriffspunkte für Windgeräusche oder sowas. Wir konnten natürlich jetzt auch nicht wirklich schnell fahren. Wir sind jetzt um die Uhrzeit auf jeden Fall in maximal über 100, in Rush-Hour. Und trotz Autobahn und so, da war es fast alles zähfließen und Stau und
ja, und durften sowieso maximal 120 nur fahren in dem Bereich hier. Jetzt sind wir gerade im Tunnel drin und schauen wir uns mal, wie das autonome Fahren hier im Tunnel funktioniert. Also er kennt alles mögliche, Ampeln und so weiter. Natürlich jetzt schlecht zu sehen, der Tunnel ist gut zu erkennen, aber das Display ist natürlich ganz hell, weil er es versucht aufzuhellen. Und entweder beides gleichzeitig ist schlecht zu erkennen, aber wir blenden immer mal zwischendurch mal nach oben in den Tunnel und mal auf das Display. Ja, machst jetzt nichts, ne? Nee, also gar nicht. Kein Gas geben, nichts. Hier das, der Godesberger Tunnel, wer das kennt, da ist 50, da muss man auch 50 fahren. Es gibt mehrere Blitzen, die irgendwo in den Ecken hängen. Also ich habe auch gelernt, beim Elektroauto heißt es auch Gas geben. Ne? Also es hat jetzt nichts mit Gasoline zu tun, also mit flüssig, sondern es gibt da irgendeine Abkürzung. Sagte mir jemand, dass das sogar beim Elektroauto Gas geben heißt. Ne? Ja. So, ich will mal draus lernen und hier rüber fahren, weil wir nämlich eben... Da bin ich aber eben auch hergefahren. Ja, Koblenzer Straße neben dem Drivers. Man kann also im Navi ganz gut Drivers eingeben. Also man sieht jetzt hier, hier ist das Drivers. Eigentlich müssen wir jetzt hier rüber, aber der fährt jetzt geradeaus und habe genau. Mich da eben auch über die Karpaten navigiert, dass man dann irgendwie dreht. Ne? Sind wir eigentlich fast am Ziel, wo das Auto abgesetzt jetzt wird. Jetzt rechts abbiegen auf Koblenzer Straße. Also Fahrt fand ich echt angenehm als Beifahrer, muss man sagen. Also ich bin jetzt auch ein Model Y oder Model Y. Ne? Wir wollen das ja nicht immer. Also Model Y hört sich cooler an irgendwie, ne? Ja, genau. Also streiten sich die Geister. Wir sind in Deutschland, klar, aber es ist nun mal ein amerikanisches Fahrzeug und wir sagen ja auch Model und nicht Modell. Also von daher kann man eigentlich müsste man auch Y sagen. Kann man nicht verstellen, dass man irgendwie das Ding hoch und runter machen kann. Nee, ist fester, ne? Ja. Ja. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, je nach Sonneneinstrahlung, dass man das noch neigen kann vielleicht. Das ist aber, ne, auch bei Sonneneinstrahlung immer gut zu erkennen. Ne? Also es ist kein, gibt keinen Nachteil. Ne? Jetzt links halten auf Bad Godesberger Tunnel. Hier ist Drivers und hier vorne ist greencars.rent. Videoabschluss, wir sind jetzt da, greencars.rent. Und ja, stellen den Wagen ab und fahren mit Wolfgang seinem Model 3 weiter. Auf Wiedersehen, Christian Sasse für TV News und Tour. Vielleicht zeigen wir euch gleich noch ein paar Bilder aus Wolfgang seinem Auto, damit man einfach mal so einen Unterschied sieht zwischen Model Y-Perspektive und Model 3-Perspektive. Okay, bis gleich. Ja, wenn euch die Sache gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen hoch geben. Und auch Kritikpunkte könnt ihr bitte nennen. Und je mehr Aktionen bei einem Video passieren, je besser ist das, je besser wird das Video vorgeschlagen. Und dann haben wir natürlich auch was davon und werden wir motiviert sein, noch mehr Videos zu drehen und euch mit vielen Sachen am Laufen zu halten. Ja, das war es eigentlich. Christian Sasse für TV News on Tour und der Wolfgang, der Wolle. Kfz-Gutachter, genau. Müller oder teslagutachter.de. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby.